Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Halloween Specials. Nachdem wir gestern ja sehr erfolgreich und vor allem sehr schnell angekommen sind am Labyrinth, will ich heute gar nicht lange labern und direkt zur Sache kommen. Allerdings noch mit dem kurzen Hinweis, geht heute gerne noch bei Odins Geliebte auf Twitch, Link in der Videobeschreibung, und schaut euch da gerne noch ein paar andere Runs an. Und damit direkt rein ins Video und viel Spaß. So, erstmal machen wir es erstmal dunkel. So. Also, wenn ihr jetzt in das Labyrinth geht, das hat zwei Ebenen. Ihr müsst versuchen, oben, also in der obersten Ebene, sind wieder vier Altäre. In zwei Altären sind Nieten drin und in zwei Altären ist ein Nummerncode drin. Ich weiß schon, welche zwei wir zuerst finden. Wahrscheinlich. Ihr müsst aber, um aus dem Labyrinth wieder rauszukommen, nach unten. Also zuerst rauf und dann runter. Genau. Okay. Und dann am hinteren Ende ist halt wieder eine Tür, PIN-Code eingeben, über die Brücke und ihr seid fertig. Aber, Vorsicht, habt ihr eure Schilder? Nee. Oh. Also da drin sind Zombies, ne? Ich habe ein Schild und eine Pike. Perfekt, ich habe ein Schild und ein Schwert. Ja, dann habt ihr doch ein Schild. Hey. Ja, tipptopp. Ja, tipptopp. Ja, dann würde ich sagen, der Eingang ist vor euch. Genießt die Geräuschkulisse. Es schleimt schon direkt los. Ja, das sind die Totenköpfe hier am Anfang, die da so rauskommen aus dem... PIN-Code eingeben. Aha, pass mal auf, den habe ich mir eben selber in den Chat geschrieben. Ich muss es nur nochmal finden. 1102. Ah, hier. Oh, Leon, ja, Entschuldigung, ich bin alt, ich darf das. So, jetzt gucke ich euch mal. Ja, auf der linken Seite steht schon mal irgendwas Blutmassermäßiges. Warte, hinhocken. Zombie! Leute, ich nicht hören! Wann springst du mir auch wieder in? Wann springst du mir auch in die Pike? Ich würde vorschlagen, dass ihr euch aufteilt. Oh Gott, das geht ja erst recht in die Hose. Also, ich geh einfach mal rein, ne? Also, ich würde einfach nur vorschlagen, dass ihr vielleicht besser getrennt lauft. Wir werden so oft sterben. Aber ich möchte bitte auch Feedback für die Atmosphäre in dem Labyrinth haben. Ja, ich habe da 4 Tage dran gearbeitet. Und also nicht im Kreativmodus. Ja, das ist doch von der. Ich hab mal kurz die Keylights ausgemacht, aber dann sehe ich halt auch nichts. Was bist du denn für ein Geist, Alter? Ghost sieht so ein bisschen aus, wir kennen noch früher He-Man. Orko. Ich frag für einen Freund. Puh. Was ist denn hier mit dem Jason? Die stehen, das ist einfach cool. Die sind aus der Randy's Halloween Mod, aber ich finde die halt cool. Guck mal hinter dich. Also ich glaube, da oben geht's rein hoch irgendwie. Euch einen Tipp geben kann, ihr seid auf der völlig falschen Seite.
Ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt weiß, wo eine Seite ist. Okay. Ich glaube, ich hab den Ausgang nicht. Der Ausgang ist der Eingang, oder? Nee, nee, ist ein anderer. Nee, da ist schon, das ist schon der Ausgang, aber der hilft euch ja jetzt gerade nicht. Wenn es mein PIN-Code wäre, wäre es 0815. Ja, so clever bin ich auch. Ja, ihr müsst nach oben. Ja, ja, genau, da ist der Ausgang. Wo bist denn du jetzt schon wieder hinab? Jetzt, Scharunka, verwirr du mich nicht auch oben drauf. Ihr kommt da nie wieder raus. Ihr habt ja noch nicht mal den Weg dahin gefunden. Ich hab doch noch nie behauptet. Ah, Tutti muss in der Nähe sein, es wird kurz heller. Das ist ein Feuerraum. Ich glaube, ich hab den Weg nach oben gefunden. Ja, dann komm ich abholen. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ja, ich auch nicht. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ja weiß, wie das Labyrinth aufgebaut ist, dass ihr den Weg zum Hoch schon nicht findet, dass ihr hier nie wieder rauskommt. Ne? Na gut, ich bin wieder am Ausgang. Weiß, wie du dir jetzt hier auch noch merken kannst, wo hier was ist? Und irgendwas knüppelt doch hier dauernd auf irgendwas ein. Und warum gehst du eigentlich die ganze Zeit geduckt? Safety first. Weil ich da zu schnell bin. Komisch. Ich hab 400 irgendwas Movement. Aber ihr seid da gar nicht so verkehrt. Ich glaube auf Chat. Ja? Ja? Nee, warte mal, du meinst doch nicht. Hier lang? Da lang. Aber mal ganz ehrlich, Itzy Itzy Spider passt ja wohl. Passt wirklich sehr, sehr gut. Was ist bescheuert aus? Wie du da rumkrabbelst! Aber ganz ehrlich, Leon, ich so wie die laufen, wüsste ich gerade selber nicht, wo die denn sind. Aber die sind auf gutem Weg. Aber es soll ja auch nicht einfach sein. Ich glaube, ich rufe meinen Chef an, dann wird er sich. Es tut mir leid, ich komme aus dem Labyrinth nicht raus. Guck mal, hier geht's doch rauf. Komm mal zurück, komm mal zurück. Hier ist doch irgendwas raufgehmäßiges wieder. Ich bin da. So. Niete, natürlich, ich hab doch gesagt, dass die Niete das erste sein wird. Fall jetzt nicht da runter. Du kommst nie wieder hier hoch. Okay, hier ist auch der Zonk. Da ist ein Grab. Wie kann ein Grab in der zweiten Etage sein? Das passt ja gar nicht. Wächst
weil die Zombies die kaputt machen können und dann nach unten fallen. Alter, was ein Soundeffekt. Das ist das Hellring. Da kommt noch einer bei dir. Irgendwo hier war gerade noch ein Kopf. Hab ich nicht gewandt gesehen. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Das Schlimme ist, wir haben gleich nur die Hälfte der Fackel, ne? Deswegen, ja. Bei mir ist ein Zombie, ich bräuchte mal Hilfe. Ja, bei mir auch, ich wundere. Ich sehe halt nichts. Tja, doof, da müsst ihr ja nochmal von vorne an. Ist da kein Heilmittel für? Ich wusste auch tatsächlich, dass die Krankheit machen. Das wäre dann halt tatsächlich eine wirklich sehr ernst gemeinte Empfehlung. Vielleicht das in der Mod gucken, ob man das irgendwie vielleicht ausstellen kann. Ja, aber das wäre nämlich ja. Mal gucken, ob es ein Heilmittel gibt. Oder sowas, ja. Ja, ja. Weil wenn ich jetzt den Server. Ah, super, jetzt hab ich das auch. Super, jetzt sieht man wenig und dann noch verschwommen. Hau ab! Ich glaube nicht, aber. So. Ein Helikopter kann ich euch anbieten. Ich sehe halt noch nicht mal so, wo es reingeht und wo nicht. Da ist sie. Okay, ich bin wieder drin. Tot. Aber ich lieg direkt oben an dem Weg, quasi an dem Weg nach unten. Das Dumme ist, diese Medicals, die ich finde, sind minus. Ich renne nicht an der. Ich sehe es halt original nicht. Also mein Bildschirm ist so schwarz, da ich absolut nichts sehe. Bei euch im Stream ist es tatsächlich wahrscheinlich ein klein bisschen besser. Weil OBS das Ganze halt nochmal aufbereitet und dann andere Gamma-Einstellungen wahrscheinlich noch hat. Also. Aber siehst du, Schatz, bei Rinko ist es genauso dunkel wie bei dir, ne? Weil bei meinem Mann auf dem Bildschirm war es so mega hell. Ich sehe Tutti. Ah, da ist er. Die Spinne. Guten Tag. Dann müssen wir doch hier und dann links. Fackeln. Gib Rinko bitte auf. Wo ist Rinko? Danke, danke, danke. Ich hab. Ach, du stehst neben mir. Okay. Nee, ich stehe oft neben mir. Ja, das ist gut. Ja, gut, dann geht mal weiter suchen. Denk an deinen Loot, Scharumka. Ich glaube, es hackt. Ich bin froh, wenn ich überhaupt hier mal vorwärts komme. Hier liegt ein toter Tutti. Was hat der dabei? Ist der gelootet? Hier. Ja. Da habe ich mich ja extra hingehockt, weil den Weg nach hier hätte ich wieder gefunden. Wenn ich hier oben irgendwo liegen geblieben bin, gestorben wäre, den Weg hätte ich wieder hier gefunden. Hier ist halt auch komisch, da ich hier so einen Schranke habe. Ne? Aber egal. Ja, hast du hier auch. Hier, guck. Irgendwas ist hier im Weg, wo du hier richtig drüber. Ja, gut, das liegt wahrscheinlich an gemoddeten Strukturen. Aber die sehen halt schon geiler aus als das andere Zeug. Ja. Vor allen Dingen, die machen ja halt einen Soundeffekt. Halt Ich hab deine Leiche gefunden, Mann. Ah, okay. Ich komme. Ah, ja. Pass auf, das ist auch noch das Virus. Juhu! Joho. Sind wir von hier schon irgendwie mal durchgegangen?
weiß halt nicht, ob ich hier oben bin. Der Mitleid-Sub, vielen Dank. Geliebte 80 Ehre fürs Abo. Mal, aus noch, Mitleid, lächelndes Gesicht, lächelndes Gesicht. Ach, guck mal, hier ist ein Altar. Bestimmt wieder ein Zonk, oder? Nein. 38. Die Antwort ist 42. Safe call. Das wird safe 38, 42 sein. 100%. Komm direkt runter an den Ausgang. Nee, Quatsch. Ich habe ihn eben aus Zufall auch mal gefunden. So, hier waren wir aber schon. Hier ging dann die der Quatsch los. Da war doch der Zonk, oder? Genau, da war der Zonk. Gut. Dann sollten wir vielleicht mal, wenn wir hier wieder zurückgehen. Was ist denn hier rechts rum, genau? Weil hier oben ist so eine Page. Dreht man sich einmal kurz weg, ist er nochmal irgendwo abgehauen. Ah ja. Du bist jetzt unten. Gut, dann scout ich mal alleine weiter. Bin einmal im Kreis gerannt. Toll. Ich glaube, die Mauer hier ist umgesetzt gewollt. Oh, erste Fackel ist mal weg. Und hier ist ein Zonk, okay. Dieses Geflüster macht einen auf den Kopfhörer, macht einen echt komplett wahnsinnig. Der ganze. Ich will hier raus! Ich muss raus! Was seid ihr in dem scheiß Loch, wo ich nicht rauskomme? Das ist ja broke, ja. Altar, okay. 44, ne 42, ha! So, ich versuche mal normal irgendwo runterzukommen, ohne in ein Loch zu fallen. Aber ich würde immer noch meinen, dass das an uns liegt, wenn man dann irgendwo nicht rauskommt und man sieht nur nicht, wie es gehen soll. Ich renn hier nur im Kreis, Alter. Nee, du kannst hier ja die Matten schon. Nein. Wie komme ich denn hier raus? Ich hab den Code. Ja, rette mich dann, helf ich dir. Ja, wie denn? Ich kann dich killen. Spring mal runter und Foundation kann man auch keine craften, ha? Huh? Nee, ich hab auch nichts zu craften, da weiß ich, wenn ich jetzt hier irgendwas gecraftet und wäre dann hier rübergehofft, aber. Ich versuche auch selber jetzt gar nicht hier rüber zu springen auf die andere Seite bei meiner Leiche. Du hast es doch auch gerade eben geschafft. Standst du da auf der anderen Seite? Ja, wir sind auch von der anderen Seite hier gekommen. Also ich würde mal behaupten, hier hinten geht's da einmal rum oder so. Einzige Falle gefallen. Ja. Ich hol dich da raus. Ist das beabsichtigt? Stück weit ja, aber eigentlich sollte da eine Rampe hin, habe ich wohl vergessen. Da war der Zombie drinne. Okay, gut. Ja, dann macht natürlich Sinn. Nee, es geht doch darum, wenn du da reinfährst, bist du tot. Das ist Sinn und Zweck von der Sache. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Achso, ja. Also du kannst jetzt hier runterspringen. Ich glaube, ich wüsste noch in etwa, wo ich lang muss. Nee, doch nicht. Egal. Ich finde das schon. Soll ich dir den Wolken hinstellen, damit du das leuchten siehst? Ich habe ja mittlerweile selber Leuchten. Ja, aber dann siehst du, dass der Leuchten nicht, wo ich da hinwerfe, oder? Dann weißt du, wo du bist. Ach Himmel, Herr, man muss ja irgendwie da runterkommen. So, hier ist doch irgendwas zum Runterkommen. Zack. Eine Etage tiefer. Wunderbar.
Jetzt muss ich nur wieder die Tür finden. Ah, Tutti, ich glaube, ich hab dich. Guten Tag. Ich meine, da mussten wir irgendwo mal links. Ja, ich weiß, wo wir sind. Naja, es ist ja auch ein Labyrinth, ne? Jetzt ist nur wieder die Frage, war das jetzt hier rum? Ja. Hier geht's ja wieder rauf, das ist ja Quatsch. Es ist halt irgendwie lost. Ach, wir sind irgendwie lost hier drin. Es ist irgendwie lost, weil ich weiß, wenn du an der einen Stelle da hochgehst, raus. Schon fast da. Wer? Nein! Tut dich ein freier Held! Jetzt habe ich mich kurz vor dem Jason hier erschrocken fast, oder? Ich habe nicht mit ihm gerechnet. Zum Glück macht er nichts. Bin da. Hey, und ich habe den Code. Ja, ich habe den anderen Code. Nee, ich habe beide. Nee, hast du nicht. Ich habe beide Zettel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Nee. Du hast den ersten Zettel und den Zettel. Den anderen Zettel habe ich. Also ich habe zwei Nummern, wenn ich das richtig im Kopf habe. 38, 44. Genau. Geht die Tür mal nicht auf mit. Dann machen wir 44, 38. Ach ja, stimmt. Geht aber auch nicht. Gut, dass ich studiert habe. 38, 44. Geht nicht. 44, 38. Ihr seid jetzt, by the way, länger drin, als das Ganze dauern sollte. Ja, das ist mir auch klar. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch erwartet. Ich gesagt nicht, aber okay. Rico, kommen Sie? Ja, keine Ahnung, wohin. Ich renne hier irgendwo in der Gegend rum und kann mich nicht orientieren. Ich fertig. Ihr müsst nur wieder nach vorne. Einmal links am Gebäude oder rechts am Gebäude vorbei. Ich hab's hell gemacht. Bist du noch da drin? Nee. Ich bin in der Highlands und Sam Giga. Ich seh das schon. Ich dachte, du wärst schon an der Tür. Geh den mal abholen. Ja, hol ihn mal ab. Der kleine Rinko müsst ihr gerne aus dem Spieleparadies. Da ist der Tutti. Nee, da war er. Wo bist du? Nee, ich hab nur deinen Namen durch die Tür hier. Ich bin auf der anderen Seite der Wand. Ihr könnt doch gerne. Da. Kommen Sie raus. Kommen Sie mit. Nein, der geht jetzt raus. Jeder hat drauf. Genau. Hier lang. Sind die Ballons, sollen die eigentlich zur Orientierung sein oder? Nö. Okay. Genau, hier durch. Sind sie noch hinter mir? Und dann? Tada! Juhu! Njum. Yay! Krasser Sound. Deko kommt auch gleich. Seid ihr denn überhaupt? Ich komme. Ja, ich habe mir die Sache jetzt auch. Ist das riesig? Lecko mio, ey. Naja, klar. Ich habe da ja auch ein bisschen dran gebastelt. Dass in dieses Projekt einiges an Zeit reingeflossen ist, denke ich, erkennt man sofort. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren kurz erwähnen würdet, was euch am besten gefallen hat und vielleicht heute noch bei Odins Geliebter auf Twitch vorbeischaut. Ich bedanke mich hiermit auch wieder ganz herzlich, da ich eingeladen wurde und mitmachen durfte. Mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das in ähnlicher Form nächstes Jahr wieder wiederholen können. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch ein gruseliges Halloween. Oder so. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.